Wir alle haben ein steinaltes Hirn und das passt nicht mehr in diese neue Welt. 1500 Euro auf Ihr Konto, netto jeden Monat, ohne Wenn und Aber, bis ans Ende Ihrer Tage. Das ist die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und über diese Idee wird in Deutschland leidenschaftlich gestritten. Vor allem geht es um eine Frage: Können wir uns das leisten? Wer meint, dass wir uns das bedingungslose Grundeinkommen nicht leisten können, muss eine Gegenfrage beantworten. Können wir es uns als Gesellschaft leisten, wenn es immer mehr Menschen gibt, denen niemand Lohn zahlen möchte? Künstliche Intelligenz wird Menschen Arbeit abnehmen, das steht fest. Sagen wir mal, in 30 Jahren fällt 10% weniger Arbeit an. Eine konservative Schätzung. Menschen, die dann keine Lohnarbeit finden, mit einem Existenzminimum abzuspeisen und über Hartz IV zu zwingen, sich Arbeit zu suchen, das ist asozial. Denn wo nichts ist, kann man auch nichts finden. Das Gute an Lohnarbeit ist weder der Lohn noch die Arbeit. Lohn ist kein wichtiger Motivator. Der Lohn muss stimmen, aber mehr nicht. Und der Mensch hat auch kein Bedürfnis nach Arbeit. Hunger ist ein Bedürfnis nach Essen. Wenn Sie morgens aufwachen, haben Sie das Bedürfnis zu frühstücken. Aber die wenigsten verspüren morgens um 7 das dringende Bedürfnis, auf einen Müllwagen zu steigen oder Schülern Vokabeln beizubringen. Im antiken Griechenland gab es eine Gruppe, die ohne Lohnarbeit durchs Leben ging. Die freien Männer. Deren Arbeit wurde von Sklaven und Frauen erledigt. Und ging es den Männern schlecht, so ganz ohne Lohnarbeit? Im Gegenteil, sie hatten Zeit für Muße, Demokratie und Kunst. Das bedingungslose Grundeinkommen wird Unternehmen und Politik zwingen, Jobs anzubieten, die würdig bezahlt sind. Vor allem aber wird es unseren Hirnen helfen, zwei Dinge zu trennen, die nicht zusammengehören: Lohnarbeit und Selbstwert. Du bist, was du verdienst. Damit wäre Schluss. Die Vorstellung von einem digitalen Athen, in dem wir heute arbeiten, ohne zu müssen, und in dem intelligente Maschinen unsere Sklaven sind, ist noch eine Utopie. Das bedingungslose Grundeinkommen könnte sie wahr werden lassen.